Hallo, hier ist viel Feinfilet, diesmal da für euch vom Grund des Meeres. Ja. Okay, so oder so in etwa. Dann wollen wir mal vielleicht wieder an die Oberfläche und. Ja, ich mache jetzt erstmal einen Seeschlacht-Kommentar. Das ist ein Live-Kommentar, das bedeutet, ich spiele während ich rede. Und ja. Also, das Budget, auf dem ich spiele, ist etwa, ich glaube, 10.000 Koku. Und die Karte, auf der wir spielen, heißt Odaisho-See oder Adai irgendwas, auf jeden Fall eins von diesen etwas limitierten Karten. Dort kann man nicht, wie man will, herumfahren. Und ja, die Karte sieht ganz süß aus, hat so seine gefährlichen Stellen hier zum Beispiel, die beiden Klippen, auf die muss man aufpassen. Und ja, dann gucken wir uns hier erstmal die Armee des Gegners an oder die Flotte des Gegners. Drei Samurai, also drei normale Samurai-Schiffe. Admiralschiff, Sengoku-Bune, sehr gut zum Entern. Und dann dreimal leichte Samurai-Schiffe. Meine Flotte besteht aus vier Bogen-Kobaya, drei großen Samurai-Schiffen und zwei Lundenschloss-Kobayas. Hinten ist mein Admiral. Oh, hier sieht es jetzt gleich so aus, als würde dieses arme Ding gegen die Klippe fahren. Oh nein, jetzt fängt auch gleich noch mein Gegner an, mich anzugreifen, während ich in dieser vertrackten Situation bin. Finde ich nicht gut. Gut, dann werde ich mal ganz kurz meine Armee neu positionieren. Ja, und zwar machen wir es mal so. Genau, machen wir es so. Dann kommt so. Und nee, warte, dazu gehört ja auch noch ein dritter. Also so. Und dann letzten Endes so. Okay, in Ordnung. Moment, ich muss mal ganz kurz einem Freund antworten. Es gab gestern oder so, gab es ein bisschen Aufregung, weil jemand, also ein Freund von mir, war auf meinem Steam-Account, hat dort ein paar Beleidigungen hingeschrieben. Aber meine Güte, es ist nicht so ernst. Wenn, ihr wisst ja, dass ich selten zu Beleidigungen greife und das sollte eigentlich schon klar sein, dass ich nicht der Urheber dieser Nachricht gewesen bin. Und den Reaktionen nach zu urteilen, nehmen das ein paar Leute hier ein bisschen zu ernst. Also, naja, regt euch einfach ab, dann wird alles gut. Also, hier kommen jetzt meine Bogen-Kobayas in Reichweite. Und ich aktiviere natürlich sofort die Feuerpfeile. Oh ja, hier habe ich sie vielleicht ein bisschen zu früh aktiviert. Ne, genau zum richtigen Zeitpunkt. Naja, hier ist gerade ein bisschen Chaos. Okay. Oh, hier kommt ein Schiff von um die Ecke. Das mag ich nicht. Gleich kann ich wieder Feuerpfeile aktivieren, darauf muss man immer achten, immer schön die Feuerpfeile benutzen. So. Jetzt muss ich bloß meine Schiffe richtig steuern. Meine Güte! Das kann doch nicht so schwierig sein, die schießen hier auf die eigenen Schiffe. Okay, das läuft bisher ganz gut. Aua, aua, aua. Das tat weh. Ah, verdammt, das war ein Feuer-Flammenbomber-Boot. Das haut natürlich ziemlich rein. Aua.
Oh Gott, das hat mein Schiff kaputt gemacht. Egal. Passt schon. Sieht eigentlich noch ganz gut aus. Ich habe noch zwei große Samurai-Schiffe, oder habe ich? Nee. Verdammt, ich habe nur noch ein großes Samurai-Schiff. Aber naja, das sollte passen. Hier meine Lunden, also meine Lundenschloss Kobayas, die umrunden hier schön den Gegner, machen viel Schaden, so wie es sich gehört. Und die einzigen Schiffe, die im Gegner noch bleiben, hier einmal das leichte Samurai-Schiff, einmal mittleres Feuerbombenschiff. Naja, das sollte genügen. Also das, was ich noch habe, das sollte genügen. Naja. Ja, passt. Das Einzige, was mir Angst macht, ist dieses Feuerbombenschiff. Okay, der gegnerische General ist auch abgehauen. Jetzt kann ich mich auf dieses Feuerbombenschiff konzentrieren. Und diese Sengoku-Bune, die ist auch gleich kaputt. Die versucht jetzt hier gerade meinen General zu entern, aber da habe ich keine Angst. Mein General sollte stark genug sein. Dann kümmere ich mich hier noch um dieses Feuerbombenschiff. Ich fahre mal ein bisschen näher ran, um die Präzision zu erhöhen. Und hier, ich bringe mal dieses Schiff ein bisschen näher ran, damit es auch den Kriegsschrei aktivieren kann. Okay. Achso, und was den Kriegsschrei angeht, ihr müsst immer darauf achten, dass diese rote Umrandung des Schiffes da in der Umrandung des Kriegsschreis ist. Dann wird auch der Gegner vom Kriegsschrei erwischt. Also ist nicht allzu schwierig. Also auf jeden Fall, Lundenschloss Kobayas sollte man auf jeden Fall verwenden, weil auch die Belagerungsturmbuhnen so unglaublich teuer geworden sind. Also die sollte man sich nehmen. Vor allem auch, weil man mit den Lundenschloss Kobayas die gegnerischen, wie heißen sie wieder, Kanonenbuhnen kaputt machen kann. Das ist die einzige Möglichkeit, die kaputt zu machen. Wenn man keine Feuerpfeile hat, nichts anderes, dann muss man Lundenschloss Kobayas nehmen. Also ich hoffe, diese Seeschlacht hat euch gefallen. Und wenn ihr in Zukunft weitere ähnliche Videos sehen wollt, dann vergesst bitte nicht zu kommentieren und abonnieren. Tschüss.